Okay, weiter kann es gehen, würde ich sagen. Ja, ich habe jetzt hier schon mal das aufgegraben wieder. Und ja, das Zeug ist fertig gebraten. Das ist natürlich jetzt schön. Da haben wir das übersprungen und ich muss nicht mehr warten. Und ja, ich kann das Zeug gleich wieder mitnehmen hier. Das ist natürlich angenehm, ne? So, packe ich das mal ein. Und ja, dann hoffe ich mal, dass man jetzt nichts im Hintergrund hört. Lol, hä? Hab ich schon mehr so wenig Platz. Was kann jetzt weg? Die zwei Cobbles, würde ich sagen. Ja, ich glaube, da kriege ich durch das Mining und so noch genug. Und ja, gut, die Seeds, die brauche ich eigentlich sogar, ne? Da muss ich schon mal schauen, was werfe ich denn da weg? Dschungelholz vielleicht, oder? Boah, da weiß ich gar nicht. Vielleicht sogar das Rotten Flesh, oder? Naja, pass auf, ich mache das so. Ich lasse einfach die Workbench hier stehen, ne? Und die beiden Cobblestones stelle ich auch hin. So, lol. Ich weiß einfach nicht, wie ich das immer machen soll, ne? Ich will immer nichts verschwenden. Das war wie neulich mit dem Gravel, ne? Naja, egal. Jedenfalls, das muss ich kurz rechnen, wie lange muss ich aufnehmen. Bis, also, weil ich habe jetzt 4 Minuten Pause gemacht, dann muss ich bis 34,5 oder 34 oder knapp 35 Minuten aufnehmen, okay. Ja, ist jetzt wieder ein bisschen nervig. Ich habe jetzt eben hier cutten müssen. Ja, und ich hoffe mal, dass ich jetzt das finde hier, ne? Mit der Sache. Ah, ich habe da hier noch einen Setzling, den kann ich eigentlich auch wegtun, ne? Theoretisch. Ah, da vorne ist nochmal ein Kürbis. Okay. Mensch, da nimmt man sich vor, so ein Kürbisfeld und alles zu machen, ne? Und dann kriegt man es wieder nicht hin. Warum wollte ich das eigentlich machen? Für Eisengolems oder was? Könnte ich ja theoretisch mehr holen. Aber ich glaube, ich hole mir, wenn dann. Ja, oder Schneegolems halt, ne? Nee, aber ich bräuchte doch. Für was brauchte ich nochmal Kürbisse? Ich wollte irgendwas daraus bauen, oder? Bin mir gerade nicht sicher. Naja, wir gucken mal. Ich muss jetzt mal schauen, in welcher Richtung das war. Ich kann ja nochmal die Koordinaten aufrufen, weil ich will jetzt ja nicht die Folge wieder rumlaufen. Screenshots habe ich hier. Dann die Koordinaten öffnen. Das wäre bei minus 230 und Z ist 4. Wow. Also minus 230. Also muss ich erstmal in die Richtung. Und dann. Oh Leute, was ist das denn? Da ist ein Dorf. Als ob. Ich habe ein Dorf gefunden. Ey, wie geil. Ja moin, das ist auch nur so ein kleines, oder? Ja, geil. Ja, okay, da gucke ich mal vorbei. Ne? Das ist ja mal nice. Ah, das ist ein richtig kleines Dorf nur, ne? Mit zwei Häusern oder zwei Gebilden. Aber ich könnte mir hier, glaube ich, was mitnehmen, oder? Ja, hier was zu essen. Auf jeden Fall, ne? Und dann hier die Typen, die handeln ja hier noch gar nicht, ne? Die können hier nur dich rumquetschen in der Gegend. Das ist das Einzige, was sie hinkriegen. Ja. Und vor Zombies weglaufen und mit den Türen spielen, ja. Aber mehr geht nicht. Oh, warte mal, paaren die sich jetzt? Wie dumm die sich immer so gegenüberstehen, weißt du? Ah, damals waren die irgendwie noch lustig. Heute sind die so, keine Ahnung. Heute sind die viel zu selbstständig und alles geworden, ne? Dass sie so alles alleine erkennen und so, weißt du? Da fühlst du dich in der Minecraft-Welt gar nicht mehr alleine wie früher, ja. Früher warst du ja der einzige Mensch, der überlebt hat, sozusagen, der sich durchkämpfen musste, ne? Und heute hast du eben die ganzen Villager, die schlauer sind als du. Und von denen du letztendlich abhängig bist, weil je nachdem, wie du dich verhältst, die ihre Angebote ausrichten. Ich meine, das war auch schon vorher so, ab der 1.3, ne? Dass wenn du die schlägst, dass sie schlechtere Angebote geben und so. Aber das ist ja jetzt in der 1.14 nochmal viel verstärkter geworden, ne? Und ja. Irgendwie ist das schon zu kritisieren oder zu hinterfragen auf jeden Fall, ne? Diese Entwicklung. Ja. So, ich hoffe, ich finde das mal. Warte mal, hier haben wir einen Dschungel. Ja, die sind aber auch oft, ne, in der Version. Also es fällt echt auf, wie oft man die hier sieht. Ah, guck mal hier, das ist wieder so eine typische alte Region, ne? Hier so ein Wald, ne? Dann hier so eine Höhle. Da so ein Fluss und da der Dschungel mit auf so Bergen. Also so eine Gegend hier kenne ich auch schon mal. So was Ähnliches hatte ich mal. Und zwar, das ist sogar, glaube ich, in meiner Hauptwelt, die ich sonst immer spiele, seit Ewigkeiten. Und zwar habe ich da auch so einen Dschungel und dahinter, also auch halt noch in der 1.6, glaube ich, generiert. Nee.
In der 1.3 wurde das generiert, stimmt. Also auch mit dem alten Map Generator von hier. Und da gab es eben auch so ein sowas ähnliches wie hier hinter dem Dschungel. Aber ich habe mich, wenn dann, meistens vor dem Dschungel aufgehalten oder in einer ganz anderen Region. Ja, sah halt wieder alles anders aus als hier. Ist ja klar, ist ja ein anderer Seed. Aber warte mal, das könnte. Wir könnten jetzt in der Nähe sein hier, ne? Von dem Haus und so. Von der Höhle. Das ist schon mal gut. Aber wie bin ich denn gelaufen, ey? Warum habe ich mich so verlaufen? Das verstehe ich halt auch nicht. Ja, hier haben wir nochmal eine Höhle. Ich weiß nicht, hier haben wir halt die Höhlen, die waren hier noch richtig spannend immer, ne? Da wollte ich immer so wissen, okay, was ist da jetzt, ne? Heute ist das irgendwie so langweilig, aber sobald ich in so einer alten Version so eine Höhle sehe, habe ich immer voll Bock. Ich weiß nicht, woran das liegt, aber ja, so ist es. Ja, was machen wir jetzt? Ich müsste mal am Dschungelrand vorbeigehen, weil da kann ich, glaube, besser sehen, wo ich mich befinde, weil hier ist es halt auch wieder schwer, ne? Na? So. Okay. Ja, dann gucken wir mal. Nehme ich das nochmal mit. Zack. So. Ja, es ist jetzt alles schwierig hier zu machen. Okay. Perfekt. Ah, was haben wir da? So Schönes. Ich glaube, wir sind langsam in der Nähe, ne, von dem Ding. Ich guck mal, ob hier dieses Enderman-Teil ist, ne? Ja, stimmt. Es müsste ja hier in der Nähe sein, wie gesagt. Ah, ey, ständig kriege ich Schaden durch irgendwas. Indem ich einfach hier runterklatsche. An jeder Klippe. Ey, das sieht aber übelst ähnlich aus, ne? Zu dem Ding vorhin. Das sah doch fast genauso aus, Alter. Aber das war woanders. Man erkennt ja auch, dass es nicht genauso aussieht. Aber schon sehr zum Verwechseln, ne? Sagen wir mal so. Da war nämlich auch hier so ein großer Baum und so ein kleinerer. Aber anders angeordnet. Und ja, dann waren auch diese Hügelstrukturen und so anders. Also generell, so grob, war es schon sehr, wie gesagt, zum Verwechseln. Naja. So, ah, das Enderman-Ding finde ich nicht. Habe ich das wieder abgebaut? Das kann natürlich sein. Da habe ich jetzt keinen Plan. So weit oben war das auch nicht. Wenn dann irgendwo unten. Oder es kommt noch da hinten irgendwie. Ja, und damals noch diese Mondphasen, die fand ich irgendwie auch immer cool, ne? Oder bemerkenswert. Ne, weil da kannte ich mich halt noch so null aus und hab mich immer gefragt, so lol, warum sieht der Mond jetzt so anders aus als vorher? Ne? Ja. Ich meine, gut, von den Mondphasen wusste ich natürlich was in Real Life, aber ich wusste nicht, dass die das in Minecraft umgesetzt haben, ne? Das habe ich dann alles erst später mir so angelesen, alles bei der Minecraft-Wiki. Und ja, war auch lustig immer. Aber ich glaube, dieses Enderman-Teil, das ist da hinten. Ich glaube nämlich generell, dass da mehr Hügel waren, wo das war, ne? Ja, ich guck mal, ob ich den Enderman anlocken kann. Das wäre natürlich geil. Ich glaube, so ein Teil brauche ich gerade gar nicht. Ich würde den auch so schaffen, glaube. Ne? Wenn mein Schwert nicht kaputt geht in dem Moment. Ah, die Blöcke droppt er hier noch nicht, ne? Sonst wäre es jetzt eine Chance auf einen Grasblock. Alter, die droppen aber auch fast alle eine Enderperle hier, ne? Haben die Drop-Chance irgendwann mal runtergesetzt? Eigentlich ja nicht, ne? Aber ich weiß noch, es gab mal irgendeine Version, da sind auch zwei Enderperlen gedroppt. Also auch ohne irgendwie Plünderung oder sowas, ne? Stimmt, ich weiß nicht mehr, welche das war. Es war, glaube ich, irgendeine Beta 1.9er Version. Die ja eh nicht offiziell rauskam. Sondern nur als Pre-Releases. Und ja. Oh shit, ey. Oh shit. So, weg mit dir. Ah ne, den kriege ich jetzt nicht mehr. Shit, Alter. Die töten mich. What the fuck, jetzt muss ich auch mal ausreißen hier. Ne? Ich muss mir mal eine Rüstung craften. Das wäre mal wichtig. Hm. Ich guck noch mal hier ein bisschen rum. An den Lavasee kann ich mich halt nur erinnern, ne? Hä, wo ist das denn? Oh lol, Alter, mitten ins Auge.
Was ist das denn für ein Scheiß? Wieso können die einen hier so gut treffen? Das denkt man gar nicht, ne? Irgendwie denkt man hier so, ja, da konnten die das eh noch nicht. Aber sie tun's, ja. Naja. Hä, aber warum ist dieses Biom überhaupt so groß? Das verstehe ich halt alles gar nicht. Davon sind nochmal Kürbisse. Alter, beide Biome sind so groß, ne? Auch der Dschungel. Fürs Tundra ist es ja eigentlich üblich, dass es größer ist, aber nicht für den Dschungel. Und hier war ich auch noch nie. Das kannst du mir nicht erzählen. Hä, Alter, ich finde diese Region nicht mehr, ne? Ich meine, das andere Ding würde ich easy finden. Shit, Alter, ich nehme schon wieder viel zu lange auf. Ja, dann würde ich sagen, ich beende jetzt hier mal die Aufnahme. Danke fürs Zusehen, wir sehen uns dann später wieder und ja, tschüss.